Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Es ist wieder Sonntag und es gibt ein neues Sonntagsvideo und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Neu, naja, neu, was gibt's denn heute? Es gibt eine Neuauflage. Wenn man hier hinten schaut, also ich hatte mal wieder Lust auf was Cooles, auf was Frisches. Was gibt's denn heute? Heute gibt's hier hinten steht der Karton von Fein, heute gibt's Snakebite. Snakebite hatte ich schon mal im Video, aber ich sag mal, die alte Packung, das war so eine harte Seife, wo die Schlange reingeprägt war. Und von Snakebite gibt es anscheinend eine Neuauflage. Die musste ich mir natürlich kaufen. Also ich finde ja coole Sachen cool. Also ich finde Menthol toll, Eukalyptus. Also ich finde diese frischen Produkte, also auch alles, wo so ein bisschen cool drin ist, das finde ich wirklich super. Deswegen musste ich mir auch die Snakebite kaufen. Jetzt muss ich euch mal den Topf zeigen. Sieht ja nicht schon toll aus. Also das ist der neue Snakebite-Topf. Das ist so ein Plastiktöpfchen. Also ich weiß gar nicht, wie der alte war. Das war auf alle Fälle eine feste Seife. Das hier, das ist eine relativ weiche Seife, wie ihr hier seht. Ich habe da schon ein bisschen rausgenommen. Die Seife ist im Tiegel drin. Und das hier ist wirklich, das kann man auch drücken. Das ist so ein Plastiktöpfchen. Wie riecht die Snakebite? Für mich fast nach nichts. Auch man merkt schon die Frische nur beim Riechen. Also um was geht's hier? Das Zeug ist einfach nur kalt. Da ist Menthol drin. Snakebite. Das ist die Überschrift. Für mich riecht das auch so ein bisschen frisch, aber ansonsten eigentlich, also frischen wie nach Menthol wirklich, ansonsten riecht es wirklich nach nichts. So, Snakebite, ich bin gespannt. Also die Neuauflage in der großen weichen Dose sozusagen, wie viel Gramm sind drin? Das ist, ich glaube es sind, ich kann es gerade nicht finden, aber ich glaube es sind, hier. Es sind 150 ml, also ich sage jetzt mal so Standardgröße. Und die wird es heute geben. Natürlich habe ich auch passend dazu von Fine Snakebite, das Aftershave. Also heute wird es frisch. Viel mehr gibt es heute auch nicht. Also heute gibt es kein Öl, kein Witch Hazel. Heute gibt es nur die Produkte, damit ich richtig die Kälte spüre. Wie riecht das? Das riecht für mich auch fast nach nichts. Also hier ist wirklich, hier ist die Überschrift wirklich die Kälte. Also wenn ihr Düfte oder gar komplexe Düfte sucht, der ist hier falsch. Also von Fine Snakebite auch das Aftershave. So. Was gibt es denn sonst noch? Hier, da ist die Seife schon drin. Mein Erbetitel, eine weiße Tasse. Habe ich unten ein bisschen oder jetzt oben hier die Seife rein. Die wird heute aufgeschlagen. Im Erbetitel. Ein Neuzugang. Das habe ich hier. Den musste ich mir auch bestellen. Ich finde hier klassische Produkte toll. Das ist ein Wilkinson-Pinsel, aber ausschließlich mit Dachshaar. Den gab es bei Amazon. Ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat. 10, 15 €, also ein bisschen mehr. Ich bin ja ein Fan auch von dem Schweineborste, Dachshaarpinsel und das hier ist jetzt nur Dachshaar. Also ich habe sie jetzt quasi alle drei. Ich habe Schweineborste, Dachsmisch sozusagen und nur Dachs. Den hatte ich noch nicht im Video, habe ich ein paar Mal benutzt. Ist ein bisschen fester, aber das ist gar nicht schlimm. Der ist nicht nass, der ist ein bisschen feucht, der ist nass, der tropft aber nicht. Der ist schon eingeweicht, mit dem werde ich gleich die Seife aufschlagen. Also von Wilkinson den Schweineborstenpinsel. Was gibt es denn für einen Rasierer? So, von Edwin Jagger. 316. Den muss ich heute nochmal nehmen, ein tolles Teil. Den hatte ich schon im Video gehabt, als ich den Rasierer ganz neu habe. Und da habe ich die, ja, sind diese ganz scharfen Klingen, die wo da drin sind, hier aus Japan oder wo die herkommen, Featherklingen, die waren dabei, die habe ich genommen und da habe ich ein bisschen geblutet. Die Featherklingen sind nicht so mein Ding. Jetzt habe ich eine Klinge drin, die mein Ding ist. Und jetzt will ich den 316 nochmal testen. Ich gebe ihm eine zweite Chance sozusagen. Also zweite Chance ist auch das falsche Wort. Das ist ein ganz toller, ein ganz wertiger Rasierer. Ist ein kreuzgeräntelter Griff. Sieht absolut edel aus. Der Rasierer ist voll mein Ding. Also rasiert super schön. Aber halt das letzte Mal, es waren schon ganz schön Blutspots da. Jetzt will ich mit einer anderen Klinge das Ganze nochmal testen und schauen, wie es aussieht. Also Edwin Jagger 316. Was haben wir denn für eine Klinge? Die sehen ja schon toll aus und ich finde die auch toll. Von Treat. Und zwar die, wie heißt die denn? Double Edge Plate ist klar, steht drauf, weil das ist diese schwarze. Jetzt muss ich den Hobel mal kurz aufschrauben. Das ist diese, das steht auf der Packung drauf. Ich glaube, Carbon Steel steht da drauf. Also, wie sieht die aus? Schaut mal. Das ist eine schwarze Klinge. Ich finde es ja schon optisch absolut ansprechend. Und ja, und die ist heute drin, also die wird kommen, die ist super smooth, die hatte ich schon. Also es ist eine ganz neue Klinge, was steht drauf? Treat for your face. Na, ist schon klar. Also man kann sich auch woanders rasieren, aber primär hier, also bei mir im Video geht es um die Rasur im Gesicht. So, also insofern bei mir ist for your face klar.
So, ich glaube, das sollten im Wesentlichen alle Produkte sein. Ich bin hier ein bisschen auf der Hut. Ich habe hier noch meinen kleinen Allowance-Stick, falls es wieder schon ein bisschen aufgebraucht ist, nicht schlimm. Ich habe einen neuen. Oder ich habe ein paar neue. Und ich würde sagen, wir starten einmal das Barthaar anfeuchten und dann, also ich habe geduscht, hier ist das nasse Handtuch, mein Barthaar ist relativ weich, ist 2 Tage, es ist gewachsen und ich würde sagen, Gesicht anfeuchten, dann geht's los. So, einmal nur mit der nassen Hand durchs Barthaar, das reicht schon. Einmal noch kurz den Pinsel anfeuchten und dann wird aufgeschlagen. Also Snakebite mit meinem neuen Dachshaarpinsel. Er hart noch ein bisschen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich die Haare da rausbekomme. Geschafft. So, weiter geht's. Ja, die Snakebite, die hat einen ganz eigenen Geruch. Das ist für mich der Snakebite-Geruch. Also der ganz sanft, wie gesagt, fast nach nichts. Es riecht nur noch Menthol. Und hier ist echt die Überschrift. Die Snakebite kauft man sicher, oder ich habe sie mir gekauft, weil man das kühle Gefühl im Gesicht haben will. Und nicht, weil man schöne Düfte haben will. Also, Menthol, Menthol, Menthol. So, geht's euch sonst gut? Wie ist die Lage? Ich hoffe gut. Bei uns in der Nähe von Frankfurt ist ein bisschen bewölkt. Also wir haben ja heute Samstag, Studio immer vorproduzieren. Morgen werden wir grillen, morgen soll es ein bisschen schöner sein, wir werden im Hof sitzen. Macht auch irgendwas Entspanntes mit wenig Kontakt. Guckt, dass es euch gut geht. Nehmt euch gute Zeiten. Alles Gute für euch. So, es sieht schon gut aus. Ein bisschen Wasser. Noch ein bisschen. Also die Snakebite braucht wohl ein bisschen mehr Wasser. Auch hier bitte mehr vorsichtig, also lieber ein bisschen weniger Wasser und dann langsam aufbauen. Da sind mal ein paar Tropfen hinzufügen, anstatt den Tiegel voll mit Wasser und dann ein bisschen Seife rein. Es wird am Ende schwieriger. Also die Rolle zurück ist schwieriger. Schaum sieht toll und cremig aus. Der Pinsel ist auch schön voll. Wobei die wirklich schön frisch riecht. So, sieht ja nicht toll aus. Also ein ganz toller glänzender Schaum, erst der Durchgang. Schöner Pinsel, also hat er auch wirklich ein schönes Feedback. Ich mag ja Dachshaar wirklich sehr. Er ist noch so ein bisschen fest, aber das wird mit der Zeit. Er ist halt auch noch relativ neu. Ich habe den Pinsel jetzt vielleicht 2, 3 Mal genommen. Wenn ich ihn erst 20, 30 Mal hatte, dann wird er besser oder weicher. Der ist jetzt schon gut. Oh ja, ich merke jetzt schon die Kühle auf der Haut. Der allbekannte Snakebite Menthol Punch. Ein schöner, dichter Schaum, aber schön dünn, also habe ich das gern. So. Immer wichtig, den Schaum von den Händen waschen. Nasse Hände sind nicht schlimm, seifige Hände sind flutschig und der Hobel kann rutschen. Wäre schade beim schönen Hobel. So, einmal den Rasierer anwärmen, Edwin Jagger 316. Boah, ist das schön kühl auf der Haut. Fühlt sich wirklich toll an. So, erst der Durchgang mit dem Strich. Boah, ist die toll. Also Treat-Kartenstil. Toll, also das ist auch die Klinge, gehört mit zu meinen Lieblingsklingen.
Toll. Die Snackbite ist schön kühl, aber die rutscht auch gut. Die fühlt sich schön feucht auf der Haut an. Also wirklich, wer auf dieses Kühle steht, ein tolles Produkt. Boah, das ist so ein gründlicher Rasierer hier. Hier, der Schaum löst sich ganz toll auf, da ist nichts drunter, klasse. Man jetzt hier schon sieht, also hier sind keine Blutungen, also anscheinend die Fetterklinge und ich in der Kombi hier, wir waren nicht so kompatibel. So, einmal Gesicht abwaschen und dann zweite Runde. Haut sieht toll aus, fühlt sich toll an. Schön frisch. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Also die Snackbite hier, die ist frisch. Ich habe die erste aber ein bisschen wilder in Erinnerung. Also ein bisschen kühler. Wieder habe ich mich einfach mittlerweile ans Menthol gewöhnt oder die ist wirklich ein bisschen schwächer. Also die erste habe ich nicht mehr zum Vergleichen, die habe ich im Rahmen von einem Tauschgeschäft abgegeben, aber ist kein Problem. Ich komme da garantiert auch so nochmal dran. Also das hier ist ein ganz toller Schaum. Und wirklich ein schöner Pinsel hier für 10, 15 Euro, also echt klasse. Gibt es leider nicht im Supermarkt, also musste ich bei Amazon bestellen. Ich finde es wirklich schade, dass in so normalen Supermärkten sowas halt nicht verfügbar ist. Also ich würde das auch regional kaufen, aber wenn es es halt nicht gibt, muss ich online zuschlagen. Natürlich, wo ist die Seife her aus dem Nassrasur-Club? Massimiliano, grüß dich. Der beste Rasur-Shop. So, zweiter Durchgang gegen den Strich, also quer zum Strich eher, bei mir immer besser von der Nase zum Ohr. So, los geht's. Ganz soft. Also ich wurde auch schon gefragt, wie ist denn der 316? Der ist wirklich toll. Das ist halt ein Rasierer, der im geschlossenen Kamm, der fühlt sich auch nicht mit dem offenen Kamm. Der ist schon sehr direkt, man muss schön soft damit umgehen. Bei mir am besten mit keiner Featherklinge, aber hier diese Treat Carbon Steel, die sind wirklich, wirklich toll. Hätte die dieses Schwingen unglaublich. Ich finde das ja total toll. Einmal kurz die Konturen, da muss ich mal still sein. Schaut mal hier, wie schön sich die Seife auflöst. Da ist 0,0 drin, klasse.
So, also jetzt mittlerweile merkt man die Kühle, die, wie soll ich sagen, das Kalte baut sich auf. Also es ist schön angenehm. Es ist wie so ein Mentholbonbon auf der Backe. Finde ich sehr gut. Was ich gar nicht schlimm finde, also der Pinsel, der ist jetzt so ein bisschen pieksig, der ist so ein bisschen fest, aber das ist am Anfang, das war auch bei meinem Müde-Rhythmo-Pinsel am Anfang so, das geht mit der Zeit weg. Also umso älter die werden, umso mehr man die benutzt, umso besser wird das, aber hat ein schönes Feedback, tolle Eigenschaften. Und ich finde den ja auch total schön, der passt toll in die Hand, schwarze Haare, schwarzer Pinsel, sehr schön. Schaut mal hier, was das ein toller Schaum ist. Schön dicht, aber schön dünn. Also wirklich klasse. Jetzt bin ich richtig, als ob ich Eiswürfel im Gesicht hätte. Jetzt bin ich richtig kalt im Gesicht. Und jetzt direkt gegen den Strich. Das ist jetzt die Königsdisziplin. Also von unten nach oben gegen ganz kurzes Haar. Fühlt sich ganz toll an. Muss man ein bisschen bei den Konturen gucken. So, wir haben es geschafft. Das letzte Mal war es wohl, schaut an. Kein Blutspot. Sieht toll aus, super glatt. Das letzte Mal war wohl wirklich die Federklinge. Vielleicht habe ich auch, weil ich auch aufgeregt habe, zu sehr gedrückt. Also. Aber die Klinge, also top, in dem 316, super. Einmal das Gesicht mit kaltem Wasser abwaschen, damit es noch ein bisschen kälter wird. Nee, aber dass die Haut zugeht, die Poren. Das ist kalt, also gerade noch, wenn hier Flüssigkeit, also gerade Wasser, Flüssigkeit mit Menthol in Berührung kommt, gerade mit der Snakebite, wird es nochmal kühler. Also jetzt bin ich cool und das Ganze ist cool, aber schaut euch die Haut an. Kein Spot, nichts drauf, sieht gut aus. So, gesagt. Unten immer nur tupfen. Die Poren sollen zu bleiben, da soll nichts bluten. Oben kann ruhig gerubbelt werden. So. Es gibt hinterher Aftershave Tonic, steht da drauf. Tonic wie Gin Tonic. A fine Snakebite Aftershave Tonic. Ich bin gespannt. 100 ml, los geht's. Schütteln muss man hier gar nicht, ich weiß gar nicht, ob hier Öle drin sind. Ich glaube, das ist einfach nur Menthol und Alkohol gelöst. Okay, das war zu viel, wie immer. Noch geht's. Oh,
Es riecht aber toll frisch. Oh. Der Eiszug fällt ab, tut. Boah. Okay, das zieht. Das ist kalt. Das wird verfliegen. Das ist wirklich, das ist pures Menthol. Gerade tut es ein bisschen drücken im Gesicht. Es fällt bestimmt irgendwann auf. Meine Augen tränen leicht. So. Aber meine Haut, ich habe keine Spots. Jetzt ganz leicht rot vom Alkohol. Ansonsten, die Haut sieht toll aus. Ich rede einfach ein bisschen, ich tue mal gerade den Schmerz überquatschen. Aber nein, so schlimm ist es nicht. So, ich gehe nochmal die Produkte durch, dann haben wir es geschafft. Also ich bin fertig. Was hatten wir heute für einen Rasierer? Edwin Jagger 316. Das ist das Modell mit dem kreuzgeränderten Griff. Alles Stainless Steel. Alles in Silber. Also absolut detailreich. Unten steht drauf England, Sheffield. Was steht denn da noch so drauf? Edwin Jagger steht hier oben drauf. Also ein absolut präzise, toll gearbeitetes Teil. Das war für, der war bei mir schon lange auf der Wunschliste. Absolut ein ganz toller Rasierer. Der muss für mich, wie ich jetzt hier gesehen habe, ist immer in jedem Rasierer so. Da muss die richtige Klinge rein. Wobei, also ich will jetzt nicht von einem anderen Rasierer sprechen. Bei anderen Rasierern ist es schon ein bisschen anders. Die sind nicht ganz so klingenfühlig. Aber hier, der ist wohl für mich zumindest ein bisschen klingenfühlig. Und hier ist es auch so, wenn die richtige Klinge drin ist, wie diese Treat Carbon Steel. Absolut tolles Teil, sehr gründlich, absolut wertig, der liegt ganz toll in der Hand, super Ding. Was hatten wir denn sonst gehabt? Hier, Moment, einmal Schaum wegmachen. Wilkinson Dachshaar, das ist auch ein tolles Teil, muss man, hart gar nicht, das Haar hängt da nur so runter. Ich hatte ihn davor 5 Minuten oder ich weiß nicht wie lange in Wasser eingeweicht. Dann wird der super soft, also er wird soft, hält den Schaum toll. Ist am Anfang so, ist bei vielen Dachshaarpinseln so oder bei den einfachen Dachshaarpinseln, die sind am Anfang ein bisschen ruppig, die pieksen ein bisschen, haben nicht ganz so toll, riechen ein bisschen nach Dachs, das ist natürlich ein Naturprodukt. Aber das Dachs, das habe ich schon ausgespült, ich hatte ihn relativ lang im Wasser stehen am Anfang, habe den schon ein paar Mal benutzt und jetzt vorhin hat nichts mehr nach Dachs gerochen, also irgendwann ist das verflogen und aber trotzdem auch hierfür, ich glaube 10, 15 Euro von Amazon, tolles Teil. Warte jetzt einen Moment. Schon wieder Seife an den Finger. Mein Erbetitel aus der Müller-Drogerie, glaube ich. Ein Andenken an unseren Nordseeurlaub. Ne, ein schönes Teil. Also man kann jede andere Tasse nehmen. Ich nehme den gern. So, mehr Erbe kriegt er nicht, mehr Worte bekommt er nicht. Was war denn für eine Klinge drin? Die finde ich ja super hier von Treat. Treat Double Edge steht, meine ich, drauf, Carbon Steel, also Carbonstahl. Kommt, meine ich, aus Afghanistan, bin mir gar nicht so ganz sicher. Also irgendwas, ich will nicht schon wieder rausbauen, die Klinge. Aber irgend sowas, wo es auch immer herkommt. Tolle Klinge. Das hat man gehabt, hier so eine Plastikdose Snake Bite. Die sieht doch echt, ich finde die toll. Mrs. Fines, was steht da drauf? Mrs. Fines Shaving Soap. Das sieht doch, also wirklich, also die sieht toll aus, hat eine schön weiche Konsistenz, da wollte ich jetzt einen Pinsel, ich hätte auch einen Pinsel drin rühren können, wollte ich aber nicht machen, dass das nicht so verwässert, habe einfach mit dem Finger ein bisschen raus, habe zum Titel aufgeschlagen. Also jetzt muss ich sagen, ich habe eine ganz weiche Haut, also die fühlt sich ganz wässrig an, jetzt ist noch so ein ganz leichter Ventolkick drauf, also jetzt fühlt sich es wirklich toll an, also wirklich klasse Kombi. Also hier Snakebite, super, super Rasiercreme. Was hatte ich sonst noch gehabt? Natürlich hier auch das Aftershave auch von Snakebite. Also hier steht auch echt Menthol im Vordergrund. Viel mehr ist da nicht drin oder ich finde da nicht viel mehr. Aber fühlt sich toll auf der Haut an, ist schön sanft. Direkt, wenn man es direkt danach oder als ich es direkt drauf gemacht habe, es hat einfach nur gebrannt. Es war, also nicht gebrannt, es hat gezogen, weil es so kalt war. Und auch ein bisschen gebrannt wegen dem Alkohol, aber ansonsten ein tolles Zeug. So, passt natürlich gut zusammen. Wobei, man könnte da garantiert auch, das muss ich mal machen, irgendwie gut experimentieren. Ich sage jetzt mal vielleicht eine Proraso Green oder auch so eine Proraso Red mit so einem Snakebite Aftershave oder andersrum. Passt bestimmt auch ganz gut zusammen. So, aber das sind die Produkte. Wir haben es geschafft. Etwa 25 Minuten. Ich bin super in der Zeit. Das ist immer so der Plan bei mir. So bis zu einer halben Stunde. Das ist die Schmerzgrenze. Weil irgendwann kannst du nicht mehr zugucken, wie ich rede. Und wenn es zu lang geht, wird es langweilig. Nee, gut, wir haben es geschafft. Das soll es gewesen sein. Also, geht raus, bleibt drin, tut, was euch gut tut, übersteht alle irgendwie diese Pandemie, haltet euch an die Regeln, ich mache es natürlich auch und ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund, wenn es euch nicht gut geht, werdet bitte schnell wieder fit, habt immer eine gute Zeit, habt immer eine gute Rasur und macht's gut, ciao.